Achtsamkeit für den Körper. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Achtsamkeitstraining, zur heutigen Achtsamkeitsübung. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ja, heute möchte ich dir ja einen Tipp an Hand geben oder mit auf den Weg geben, dass du heute dich mal daran übst, deinen Körper mal bewusster wahrzunehmen und somit letztendlich natürlich dich selbst mal bewusster wahrzunehmen. Es ist alles so selbstverständlich, dass unsere Hände da sind, dass unsere Arme da sind, dass das auch alles funktioniert, dass unsere Beine uns tragen, unsere Füße uns tragen, dass wir morgens nach dem Schlaf aufwachen und aufstehen, das Badezimmer nutzen. Ja, und dass unser Körper einfach da ist, dass unsere Zellen und Organe zu jeder Zeit immer das Beste leisten und somit auch ein Stück weit zu unserem Wohlbefinden beitragen. Wenn es dann aber zu Verspannungen kommt, und das kennen wir auch alle, die meisten von uns haben hier dieses klassische Schulter-Nacken-Syndrom. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir nicht achtsam unseren Körper wahrnehmen, dass wir nicht bei uns sind, sondern dass wir zu sehr im Außen orientiert sind. Und das haben wir letzten Endes spätestens in der Schule gelernt, die Aufmerksamkeit nach außen zu richten und weg vom Tagträumen zu kommen und ja, uns selbst in unserem Körper, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen, um es jetzt mal wirklich so im Großen und Ganzen in einen Satz zusammenzufassen. Und deshalb möchte ich dich heute dazu animieren, ab sofort mal deinen Körper bewusster wahrzunehmen. Tagsüber ist auch etwas, was du zwischendrin einfach machen kannst, immer mal wieder bewusst deinen Körper wahrzunehmen. Nimm einfach mal deinen Kopf wahr, nimm mal Schulter-Nackenbereich wahr, lass die Schultern auch ganz bewusst hier mal sinken, nimm mal deinen Brustkorb wahr, nimm deinen Bauchraum wahr, auch hier Solarplexus, eine Handbreit über dem Bauchnabel befindet sich das Solarplexus, unsere Wahrnehmung. Lass auch hier ganz bewusst tagsüber immer mal wieder los, das kannst du auch gerne machen, indem du dir vorstellst, wie dein Atemstrom über dein Solarplexus ein- und ausströmt. Dann nimm auch mal dein Gesäß wahr, den Beckenboden, da kannst du auch mal tagsüber immer mal wieder den Beckenboden anspannen und wieder entspannen, auch das sind Dinge, die du ja völlig unbemerkt, ganz gleich wo du bist, ob du mit dem Auto unterwegs bist, ob du am Arbeitsplatz sitzt oder ob du in der Straßenbahn sitzt. Das sind alles Dinge, Achtsamkeitsübungen, die dich mehr zu dir selbst bringen und die du so wunderbar, ganz simpel in den Tag integrieren kannst. Dann kannst du auch mal scannen, deine Knie und deine Füße, überhaupt auch deine Hände immer mal wieder wahrnehmen, ob du vielleicht dazu geneigt bist, die Hände zu einer Faust zu ballen oder auch die Füße, die Zehen einzurollen oder scan auch mal deine Knie, auch da sind wir oft dazu geneigt anzuspannen. Und dann lass einfach mal los, scan so tagsüber immer mal wieder zwischendrin deinen Körper auf Anspannung, auf Anhaftungen, das bewusste Atmen, darüber haben wir ja im vorhergehenden Video schon gesprochen, integriere das auch gerne mit und dann lass einfach los und ja, erschaffe dir so einen lockeren, bewussteren Körper, frei von Anhaftungen oder immer freier werdend von Anhaftungen und Anspannungen. Das war meine Inspiration für heute zum Thema Achtsamkeit. Ich danke dir ganz herzlich für dein Interesse, für dein Dabeisein und würde sagen, wir sehen uns dann morgen nochmal bei der nächsten Achtsamkeitsübung. Alles Liebe, eine herzliche Umarmung zu dir. Tschüss, deine Irmgard.